So, wir machen jetzt ein Stationentraining, das heißt, ihr übt alle gleichzeitig, aber jeder übt was anderes. Also eine Gruppe ist hinten an der Wand. Also ihr nehmt euch den Ball, kniet euch hier vor die Wand, legt euch den Ball oben in die Hände und pritscht den aus der Hand gegen die Wand. In schnellen Bewegungen, ja? Das macht ihr so lange, bis Stopp und Wechsel ist. Das ist eine Gruppe. Die nächste Gruppe ist hier bei den schwereren Bällen. Leg dich auf den Rücken, dreh dich einmal rum. Genau. So, jetzt hältst du die Hände vor die Brust, hier in Pritschhaltung. Und die Victoria lässt den Ball in deine Hände fallen. Mach erstmal den Abstand ein bisschen kleiner. Genau. Und dann lässt du den fallen und die Michelina fängt den auf. Mach die Hände vor die Brust, nicht, dass er den ins Gesicht kriegt. Und wenn du den gefangen hast, lass den mal reinfallen, halt den mal fest. Genau. Jetzt von hier den Ball wieder raus. Aus den Händen rausdrücken zur Victoria. Genau. Die nächste Station ist am Netz. Da steht ihr zu zweit gegenüber mit einem Ball und pritscht euch den Ball einfach zu mit Zwischenspiel. Ja, also Ball selbst anspielen und zum Partner. Dann sucht sich mal jede Gruppe eine Station. Gut. Kannst das Ganze ein bisschen höher machen, genau. Ja. Geh mal mit dem Knie ein bisschen weiter weg, ein bisschen mehr Abstand kannst du halten. Genau, und dann gehst du da ran. Hey, gut. Genau. Guck, dass der zweite Ball schnell aus der Hand rausgeht, dass er den wirklich schnell rausdrückt. So, gut, dann dreht mal alle eine Runde weiter. Legt die Bälle einfach auf den Boden, lass sie einfach liegen für die nächste Gruppe. Leonie, lass den Ball einfach liegen, dass die auch noch einen Ball hat. Genau.